mittlerweile sind wir hier also zusammengekommen. Und es wäre bestimmt für unsere Zuschauer auch recht interessant, wenn wir mal vielleicht ein paar interessante Sachen hören könnten, was sie für Probleme haben. Allgemein, Größe. Wieso? Die denken auch so. Finde ich das einfach. Es gibt ja schon Geschäfte, wo man wirklich für lange Leute eben Mode kaufen kann. Nur ich finde, dass diese Mode erstmal qualitativ mich nicht anspricht. Das ist einfach alles schlecht verarbeitet, schlechte Stoffqualitäten. Die Sachen sitzen nicht. Zum Teil sind das echt nur so ganz einfach gestrickte Sachen, die mir einfach nicht liegen. Irgendwo fehlt da der Pfiff und der Schick und der Mut, auch die Mode mitzumachen. Das sind dann alles so Sachen, die dann 10 Jahre getragen werden sollen. Dementsprechend ist der Preis, aber nicht die Qualität. Und das passt mir so nicht. Also das ist meine Erfahrung. Richtig. Haben Sie da auch schon Erfahrung mitgesammelt? Ja, also wenn ich mal losgehe und mir irgendwas kaufen möchte, also in meiner Größe, ich muss so Größe 46 haben, 44, 46, das ist meistens alles zu Hausbacken, also kein Schick, kein Pfiff, also da muss ich echt tagelang suchen, bis ich mal wirklich was Schickes gefunden habe. Und wenn ich so in die besseren Läden gehe, okay, da finde ich vielleicht mal was, aber manchmal fehlt mir ein Stück in der Taille, also einfach so ein Stück. Es ist einfach schwierig für mich, ne? Ich finde es einfach auch frech, dass dermaßen Modenpreise verlangt werden. Also es ist völlig ungerechtfertigt. Der Stoff ist meistens nicht die Qualität, dass man jetzt sagen kann, das muss so teuer sein. Es sind einfach ungerechtfertigte Kalkulationen. Die Gewinnspannen sind einfach zu hoch, finde ich. Das ist einfach ungerechtfertigt. Das finde ich mies, dass bei Leuten, die von der Norm abweichen, ob sie jetzt dicker sind als normal oder größer sind als normal oder kleiner sind als normal, dermaßen Gewinn dran gemacht wird. Das finde ich einfach ungerechtfertigt. Das sehe ich auch irgendwo nicht ein. Es muss anders werden. Das ist richtig. Vanity Fair. Nee, von Rasch. So, ich hole erstmal nochmal einen Kaffee, ne? Bikini, ja. Rasurell, ja. Der ist gut, ist der Bikini. Also, ohne was drinnen und so, ne? Ohne Pikachu. Wenn man so zu Karstadt geht oder was Sport hat. Oder Sport hat. Hab ich hier, also der sitzt auch. Da möchte noch einen Kaffee. Ich finde das auch blöde, weil ich meine, das sind modische Artikel, die zieht man vielleicht dann 2 Saisonen lang an. Ja. Und dann ist das vorbei und dafür 375 Mark und sich jedes Jahr dann wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Das geht gar nicht bei so einem Preis. Ja, die Leute, die richtig dick sind, die sind ja eigentlich auch nicht immer auf den neuesten Stand. Weil das einfach, weil man sich das nicht leisten kann. Ja, eben. Und das finde ich blöde. Aber ich will gar nicht mal sagen, und dann geht es wieder andersrum, dann sagen die Hersteller, ja wieso, die sind ja alle nicht an Mode interessiert, die ziehen sowas sowieso nicht an. Und die ziehen es einfach nur nicht an, weil sie sich nicht auf den neuesten Stand bringen können, weil es alles zu teuer ist oder zu doof. Ich kaufe mir für 400 Mark einen Besen und kann dazu eine Turnhose anziehen, weil dafür das Geld nicht mehr reicht. Ne? Ja, ich finde auch für die Dicken ist die Mode an und für sich irgendwie zu sackig genäht. Alles gerade lang. Es könnte auch ein Tick antailliert sein und kleinen Tick auf Figur, auch wenn man ein bisschen mollig ist. Das muss nicht unbedingt den Sack runterhängen. Ich meine, das macht auch nicht schlanker. Nee, finde ich nämlich auch. Zum Teil, es ist dann so typische Dickenmode und das kann ich nicht vertragen. Und was mich zum Beispiel stört, also ich bin ja nun unheimlich groß, ich wollte mir jetzt letzten Winter ja den Mantel kaufen, das weißt du ja noch. Bin auch bereit, 700 Mark dafür auszugeben und dann gibt es auch nur so einen Schrott, ne? Also es soll angeblich dann Kaschmir sein und es ist wirklich nur der letzte Müll, der sich sofort kräuselt und so. Und also lappig und dünn, keine richtige Qualität. Ja toll, dann auch so komisch geschnitten, das macht einen total lang und passt einfach nicht. Es gibt einfach nicht, auch dann keinen modischen Mantel und schon lang genug ist er auch dann noch nicht mal. Das finde ich total bekloppt. Da kann man sich echt nur noch alles selbst schneidern lassen, das bringt alles nichts mehr. Für 700 Mark kannst du sowieso einen Mantel schneidern lassen. Ja. Das ist dann ja nicht das Problem. Das lohnt sich dann schon fast wieder. Ich finde auch so, Mode für Mollige müsste ein bisschen mehr Pfiff haben. Also nicht nur alles so schnurgerade runter. Es fängt ja wenigstens schon an bei den Dicken jetzt, aber ich finde bei den Längen ist das einfach noch nicht gegeben. Wenn man sich so die Läden wie Egü oder so anguckt, das ist doch alles nur so ein Grau, Dunkelblau, Dunkelrot und Dunkelgrün und dann ist es vorbei. Ja, und geh mal in den Wäscheladen, kauf mal jetzt, müsst ein bisschen alle haben, Größe 95D.
Da zeigen sie dir an, was hat früher deine Großmutter getragen, sowas gibt es heute auch noch. Dabei gibt es auch unter Umständen schöne Sachen. Ja, es wird einfach nicht erkannt. Und dann sagen die Hersteller dann auch eben wieder, ja wieso, die Frauen tragen dann ja gar nicht so was Gewagtes. Aber wenn man sich da nicht ranwagen kann, dann geht das ja gar nicht. Also man muss ja auch mal die Möglichkeit haben, überhaupt sowas mal auszuprobieren. Wenn sowas nicht auf dem Markt ist, dann kann man es auch nicht ausprobieren. Und dann wird sich auch nie was ändern. Ich fühle mich manchmal, wenn ich einkaufen gehe, wie blinde Kuh, weißt du, so ungefähr, mit verbundenen Augen losgehen. Und das ist echt Glückssache, wenn ich mal ein schönes Stück finde. Ja, also bei mir ist es immer so, ich gehe so richtig auf die Pirsch und freue mich dann wie ein Schneekönig, wenn ich was gefunden habe. Also es ist schon richtig Sport geworden. Ja. Also es ist schlimm. Also ich kann nicht losgehen und sagen, so ich kaufe mir jetzt das und das da und da. Also es geht einfach nicht. Ich muss einfach ich finde das zum Beispiel schlecht. Ich habe mir im Geschäft für Übergrößen ein T-Shirt gekauft für 79 Mark mit langen Ärmeln. Sah auch schick aus und kein Häkelrand und so. Also ganz dezent, in einer Größe, wo ich meinte, die wird mir passen. Einmal nach Anweisung gewaschen und dann war es eine Normalgröße. Mhm. Also es ist so eingelaufen, dass ich mir da für 80 Mark, da gehe ich dann zu. Sport, ja. Da gehe ich dann in irgendeinen Jeansladen und kaufe mir dafür 10 T-Shirts. Ne? Ja. Ja. Und die behalten wenigstens die Größe bei. Und also das ist gerade, wenn es darum geht, dass es groß sein soll eben. Und dass man dafür eigentlich auch nur das Geld hinlegt für die Größe. Und dass es dann daran scheitert, ist natürlich. Also hochpeinlich für die, die solche Sachen vertreiben. Tja, die Qualität, die stimmt nicht. Das ist immer wieder so. Und das schrecklich, auch wie das zusammengeschustert ist, so die Nähte, es geht alles auf und dann sieht man total, sie sieht aus wie selbst genäht und wenn man sich da selbst dran vergangen hat. Mhm. Ja, jetzt haben wir jetzt die ganze Zeit über Klamotten gesprochen, wie sieht das denn jetzt aus bei Schuhen? Ich denke, da ist das ja wohl auch ein ziemlich großes Problem, ne? Weil sie ja wohl auch Übergrößen in den Schuhen haben werden. Also ich finde, da gibt es schon sehr gut sortierte Fachgeschäfte, die auch sich mal an modischere Schuhe rantrauen. Aber die Preise, also da, wenn man einen Schuh für 150 Mark kriegt, ist das ein tierisches Sonderangebot und man kann sich freuen wie ein Schneekönig wieder. Also es ist einfach Wahnsinn, was daran verdient wird. Und das ist auch überhaupt nicht gerechtfertigt. Die Qualität ist nicht besser als bei jedem anderen Schuh, was weiß ich, von einem Massenhersteller. Das ist einfach doof. Ja, da war ich mal im Übergrößengeschäft. Steinlamm ist der, glaube ich. Und war leider Gottes nicht zur, wie nennt man das? Frühjahrskollektion irgendwie. Bin ich, glaube ich, eine Woche später gekommen, nachdem sie rausgekommen war. Und dann musste ich mir einen Pumps kaufen für die Hochzeit. Und dann hatten sie leider noch die schönen weißen Modelle da. Und die 43er, die passten dann auch nicht. Und dann musste ich die, also die habe ich dann für günstige 179 haben die gekostet in weiß. Dann musste ich die zum Schuster bringen, für 40 Mark färben lassen. Diese begehrten Modelle hier. Und die sind ganz schlicht, da ist nichts dran. Die sind qualitativ, habe ich ja nie an, kann ich nicht beurteilen. Aber die sehen jetzt schon so abgewrackt aus. Also nicht nach dem, was ich dafür bezahlt habe. Dann könnte das schon so sein, dass sie besser halten. Und dann muss man die noch weiten lassen und so. Ja. Also das, ich finde nicht, dass sie da genügend nachkommen. Weil es einfach auch zu viele Leute gibt, die große Füße haben. Die müssen ja gar nicht mal die körperliche Größe haben oder aber Füße, da gibt es wirklich sehr viele, die große Füße haben und damit da kommen die überhaupt nicht nach. Auch so Sonderangebote, denke ich, sind ja doch da ein großes Problem. Nicht? Also ich denke gerade, dass es an Sonderangeboten ja nicht unbedingt so große Auswahl in der Größe gibt. Ich habe nie gehabt. Ich habe ein paar Schuhe geschossen für 30. Und dann, ja, das sind wirklich gute da, wenn Sie mal Passage. Ja. 43, dann habe ich gefragt, ob sie davon ein paar mehr Paare hätten. Mhm. Und dann gesagt, die würde nie wieder in der Größe einkaufen, weil die nicht gehen. Mhm. Dass diese Schuhe für 170 Mark nicht gehen, ist logisch. Und wenn er sie für 30 verkauft, dann sagt er kauft nie wieder in der Größe ein, weil er sie nicht los will. Also so ist da sowieso kein Vorankommen zu sehen. Ja, das stimmt. Wenn die Geschäftsleute so darüber denken, dann kann man das auch vergessen. Ja, also die setzen die Preise so hoch, das ist Wahnsinn, das sind die hohen Preise. Also ich finde sowieso jedes Schuhgeschäft könnte in 43 Schuhe führen, weil die Hersteller würden das sicherlich produzieren, nur weil die Schuhgeschäfte meinen, es geht nicht. Nur wenn, ja, sie brauchen ja nicht die gleiche Menge wie bei den gängigen Schuhgrößen kaufen, sondern brauchen ja vielleicht nur zwei, drei Paar. Und wenn jeder Schuh
Hersteller das mal machen würde, wie jedes Schuhgeschäft, dann hätte man schon eine große Auswahl auch an modischen Schuhen, finde ich. Also damit für jeden Geschmack was da ist, für jede Altersgruppe und so. Aber es ist einfach nicht da. Es fehlt total. Ich habe das schon bemerkt, wenn ich in ein Schuhgeschäft gehe, da haben sie die Größe 42. Ja, das ist ja auch schon ein großes Schuh. Ja, und dann haben, weißt du, noch vor ein paar Jahren gab es 41. Und dann suche ich Größe 42 und frage dann auch danach, ne? Und dann heißt es immer, ja, die sind schon ausverkauft, die gehen als erstes weg. Ja, haben sie vielleicht komischerweise, dann, ja. Dann heißt es immer, die Schuhe gehen nicht. Das, ne? Das habe ich schon in 3, 4 Schuhgeschäften habe ich das schon gehört. Ja. Dann sind sie plötzlich ausverkauft, ja, die gehen als erstes weg, die Leute haben alle so große Füße heutzutage. Ja, eben. Also so wie ich das momentan ja hier so raushöre, ist es ja ganz schlimm. Ne? Das hört sich ja schon fast an, wie als müsste man sich hier als Behinderter fühlen. Ne? Dass jeder, der von der groben Masse abweicht, größer oder kleiner als 1,68 ist und mehr als Größe 40 trägt, der ist einfach nicht mehr normal. Und für den gibt es eigentlich kaum, was weiß ich, Geschäfte oder Mode oder Schuhe. Es fehlt alles. Dabei gibt es auch so viele große Leute jetzt, also die. Also ich finde, das Trend normal. Geht ja irgendwo mehr zur Individualität. Man muss nicht mehr schlank sein, man muss nicht mehr eine spezielle Größe tragen können. Und also es ist doch total so, dass jeder jetzt dazu steht, wie er ist. Und ich finde, da fehlt noch einiges von den Herstellern und von den Marken her, dass da die Kleider auch für hergestellt werden. Also dass jeder wirklich das findet, was zu ihm passt, zu seinem Stil, zu seiner Größe, zu seiner Breite. Das fehlt. Und ich finde, es gibt auch viel zu wenig schicke, hohe Hackenschuhe, weil die meisten Leute denken, wenn die Frauen groß sind, dann müssen sie flache Schuhe tragen. Möglichst noch einen Puckel machen, ja, damit sie kleiner werden. Und Norm der Gesellschaft. Ja. Ja. Norm der Gesellschaft, wo man sich anpassen ich muss. Ich trage sehr gerne hohe Schuhe. Ja, jetzt habe ich ein Geschäft entdeckt und da muss ich mich ganz auf die Reeperbahn wagen, um da einzukaufen. Da gibt es wirklich schicke, hohe Schuhe. Aber auch nur, weil die für Transvestiten produzieren, ja. Die eben gerne hohe Schuhe tragen und eben bis Größe 46. Ja, das ist ja leider Gottes so. Da gibt es sowas. Warum gibt es sowas nicht in der Stadt oder in irgendeiner anderen Gegend? Okay. Am schlimmsten haben es ja noch die Leute, die aus ländlichen Gebieten kommen. Wir sind ja noch ganz gut dran, dass wir aus der Großstadt kommen. Aber in ländlichen Gebieten, da sieht man glaube ich dann noch ein bisschen älter aus. Schuhgeschäfte in der Stadt, die müssen dann bis 43 schicke, hohe Stöckelschuhe haben. Ja, vor allem, weil die 43 ist ja überhaupt noch gar nicht so gängig. Das ist und ja das 42 sind nur so richtige Träger, das so. Höchste aller Freuden und dann fängt das an mit diesen, Gesundheitsschnallen. Ja. Also das sind Sachen, dass man da nicht mal ein paar schlichte Schuhe findet, ist traurig. Das ist irgendwie eine absolute Benachteiligung. Ja. Das ist für Große. Ich auch. Svenja, du kannst übrigens ruhig rauchen, wenn du rauchen willst. Auch 300 Mark und dann so eine Patterchen da. Nee, ich hab Kopfschmerzen. Achso, das. Ja, die haben schon ganz gut. Ja, Schuhe. Aber nicht für mich. Ich wollte was Flatteres haben, was Höheres. Du hast ja nun schon eine. Ja, also die Höhe fehlt auch noch, weil irgendwie, wie gesagt, das Vorurteil da ist, dass große Frauen. Ich meine, das ist auch so. Ich kenne sehr viele große Frauen, die eben auch mit flacher Schuhe tragen. Stimmt. Aber ich zum Beispiel habe ja eben nur ein Faible für hohe Schuhe. Ja. Und dann ist es also. Das Vorurteil, das diskriminiert mich praktisch so richtig, weil ich dann wieder keine. Ja, oftmals hören wir auch so groß und dann tragen sie eine hohe Schuhe. Soll flache Schuhe anziehen und Puppel machen, so oder was? Ja, ich denke mir, das ist auch schon ein Zeichen. Also die Leute, die Gesellschaft selbst ist irgendwie nicht tolerant genug. Wie sollen es dann überhaupt Geschäfte sein, irgendwie, dass sie darauf eingehen? Ne? Wenn jeder Mensch dich erstmal fragt, was, so groß leidest du da nicht drunter? Und also als wenn man sich verstecken müsste mit einem Sack über dem Kopf rumlaufen müsste, das finde ich schon doof. Also da finde ich die Situation in Amerika schon gemäßigter, da bewundern die einen. Da laufen sie groß aus der Masse und bewundern einen. Aber es ist weil man irgendwie anders ist als die anderen und das wird bewundert. Und das finde ich toll, diese Einstellung, diese positive Einstellung zu allem, was abweicht vom Normalen. Ja, nur das ist hier halt noch nicht so weit. Wir hängen das ja wird noch ein bisschen auch nicht hinterher. So kommen, doch, ich glaube schon. Wenn man toll angezogen ist, da kommen die Leute auf einen zu und sagen, mein Gott, sind sie hübsch oder sehen sie toll aus. Sie sind so toll angezogen oder so. Ne? Da hatte ich diese blauen, hohen Schuhe an und dann habe ich aus Amerika hatte ich mir die Jacke mitgebracht, eine blaue, lange Jacke. Total mit Goldknöpfen besetzt. Aber die ganze Jacke sieht aber irre aus. Ne? Und dann eine weiße Hose dazu. Also die waren ganz verrückt nach dem Outfit. Oh, pretty good outfit hieß es. Ja, die sagen das dann. Die bleiben vor dir stehen, weil ich kann ja auch in Englisch, ne? Aber ich habe das dann so
mitgekriegt, was sagt meine Schwester, dass sie sind so begeistert von deinem Outfit. Oder alles in weiß, lila denn angehabt, ne? Lila Schuhe auch zu dem, was ich da heute anhab, ne? Das finde ich dann ganz toll. Die meisten rennen ja nur in Shorts so rum, ne? Aber die sagen einem das auch, hier gucken sie höchstens neidisch hinterher oder so, tun das, wenn du Gott weißt, was an dir hast. Mhm. Weil die Größe, also manche Leute sind ja hier unverschämt, ne? So. Ja. Also unverschämt. Aber es ist auch immer nur so, wenn die dann in der Gruppe sind, dann fühlen die sich irgendwie so überlegen, wenn sie kleiner sind. Und ich habe das erlebt jetzt, wenn ich so mit vielen Großen zusammen bin und wir gehen da alle lang, dann gucken die alle nur so, oh, ehrfürchtig. Denken, sie sind irgendwie verkehrt. In Amerika, ob wir durch den Zoll gehen, was, sie haben uns immer gefragt, wir Models sind, ob wir aus Schweden kommen. Ja. Meine andere Tochter ist ja auch so groß, nicht so groß wie ich, ne? Also da wurden sie dauernd danach gefragt. Ja, nein, was soll's. In Amerika ist es halt so, wer groß ist, wird bewundert, weil die denken, das sind Models. Aber in Amerika, alle, die groß sind, werden Models und die einigermaßen gut aussehen und sind halt eben irgendwo eine Stufe höher als alle anderen. Während das hier nicht so ist. Selbst mein Neffe, der ist über 2 Meter groß. Und da rennen die hinterher und fragen, ob sie, wie heißt das noch? Baseball? Basketball. Wollen die alle zum Basketball überreden? Bin ich auch angesprochen worden in der Uni. Beim Einsteigen in den Kopf gestoßen. Das habe ich auch schon so oft. Hinten beim Bus, der vorletzte Sitz, der ist so eine Stufe höher. Und dann war ich dann so, so nächste steigst du aus. So habe ich, also da habe ich eine Serie gehabt, eine Zeit lang über den Sitz, frag mich nicht warum, steh auf und voll mit dem Kopf schlägt man immer voll gegen. Und wenn man sich dann erschrickt, dann schreit man vielleicht einfach mal auf. Und dann, also man hat irgendwie nur ein großes Gelache da, das ist schon unangenehm. Aber das kennen wir. Oh Mann, wie oft ich mir den Kopf stoße. Oder Autos. Autos sind auch übel. Ja, da muss man auch aufpassen, was für ein Auto man hat. Ich fahre 426. Also, der hat einen Golf, aber da sitzt man prima drin. Da hat man eine schöne Kopffreiheit und Beinfreiheit. Also ja, also jeden Hubbel, den kriege ich oben zu spüren. Ich kann schon immer gegen das Dach. Nee, jetzt bei mir geht das eigentlich. Ach so, die Leute fragen mich immer so, ob ich besondere Betten brauche oder so. Also da habe ich keine Probleme, aber ich finde irgendwie so, es wird so ein Problem gemacht von vielen Leuten auch erst. Ich habe das mal gesehen, da haben wir eine Kaserne besichtigt und da waren auch Leute, die waren 1, wie groß war der, 1,97. Und die haben ja nun diese ganzen die Mars-Betten. Mhm. Und er hat uns dann erzählt, dass er schläft mit angewinkelten Beinen. Beinbund. Ja. Wo sie eigentlich, da habe ich gefragt, ich sage, schläfst du gut in dem Bett? Mhm. Und dann war er so, ja, und das wäre scheiße, er könnte kaum schlafen und überhaupt. Und dann habe ich den Obergefreiten hinterher in so einer komischen Gesprächsrunde habe ich gefragt, wie er sowas denn verantworten könnte. Das wäre ja, das ist ja irgendwo fast nahe von Züchtigung, das finde ich schlimm, sowas. Mhm. Man, ja, er könnte eine Überlänge beantragen als Bett. Aha. Und meinte, er hätte die Anträge wohl gestellt, aber das Bett noch, das käme, die kämen damit nicht nach. Ja, aber ich habe das auch, wenn ich meine Großmutter besuche, die hat also noch ein altes Bett und es hat also vorne und hinten noch diese Kästen und das ist ein Ehebett. Und mittlerweile ist es also so, wenn ich die Großmutter besuche, dass sie dann immer im Nachbarzimmer schläft und ich dann quer in diesem Bett liege, weil ich dann wirklich mich nicht ausstrecken kann. Und dann mache ich mich ständig auf. Ja, ja. Ich habe meiner Tochter hier auch so ein französisches Bett gekauft, 2 Meter lang und... Nee, ich rede jetzt von Amerika. Ja, ja. Ja, da, oh ja. Ja. Aber da hast du auch gesagt, du schläfst in Schräge oder so in dem Bett, ne? Oder du schläfst gerade in dem französischen Bett. Gerade. Gerade. In Amerika musste ich mit meiner Tochter quer schlafen. Ja, aber da hast du ja selbst du noch nicht mal Verständnis gezeigt. Also du hast ja sogar wie man denn quer in ein Bett schlafen könnte. Nur quer passt dich rein und denkst nicht. Ja. Und das war der eigene Mutter noch nicht mal und dann Verständnis ausgezogen und das hatte hier so einen Hubbel. Und da lag ich genau mit meiner Bandscheibe drauf und das 4 Wochen. Das war vielleicht eine Strafe. Ja, ich. Ja. Ja, es ist aber so, dass du ja alle Annehmlichkeiten gekriegt hast, indem das geändert wurde, aber trotzdem immer noch rumgemeckert hast, wie man nur quer schlafen könnte. Ja, also zieht sich doch durch und durch. Also Annehmlichkeiten haben wir eine Decke zwischengelegt, aber das war auch nicht das Wahre. Das war aber auf jeden Fall schon mal wieder eine Ebene. Das habe ich nur aus Liebe zu meinem Kind gemacht. Ja. Die Mutter gibt nach der Älteste nach.
Wie das so ist als Mutter, ne? Da steckt man zurück. Ja, also das würde also bedeuten, dass wir mehr Einzelhändler brauchen, die mehr Mode für Große und für Mollige einfach vertreten. Ne? Dann denke ich nämlich auch, dass dann mehr Leute dort kaufen würden, beziehungsweise eben auch natürlich auch Mode, die natürlich dem Preis angemessen ist. Ne? Ich habe preislich weil es gibt ja nun doch, also wie wir hier sehen, ziemlich viele Leute, die einfach Übergrößen benötigen. Können etwas preisgünstiger sein, nicht unbedingt. Also dass sich die Leute, die jetzt noch in T-Shirt und Jeans rumrennen oder in T-Shirts und na, wie heißen diese Hosen? Jogginghosen. Dass die Leute sich dann anstatt Jogginghose und T-Shirt auch mal ein Kleid kaufen können oder Rock und. Wenn man was Schickes kaufen will, als große Person. Da darf man dann immer gleich mindestens das Dreifache bezahlen. Ja. Es gibt ja auch so einen Altona einer großen Bergstraße, die schneiden originalen Modelle von irgendwelchen Designern nach. Mhm. Und das da wird natürlich auch gleich wieder der Preis erhöht. Die normalen, die Designermodelle in normalen Größen, die sind sowieso, die sind ja auch schon unerschwinglich und dann für die noch größeren Größen, da wird dann nochmal was draufgepackt. Und das ist also. Dass sie ein Geschäft daraus machen, aus einer ganz natürlichen Sache, wofür man einfach nicht bestraft werden sollte, das ist eine Frechheit. Ja. Ich denke mir, dass einfach Leute, die eben jetzt selbstständig sind, daran haben und so viel Risikobereitschaft zeigen, dass sie irgendwie auf diese Sondergrößen, Sonderlängen eingehen, irgendwie auch gefördert werden sollten, indem man da eben besonders verstärkt kauft, dass man die eben dadurch auch unterstützt und dass sich das dann durchsetzt, dass andere merken, Mensch, die machen ein gutes Geschäft damit, da müssen wir hinterherziehen, denn nur so kann das irgendwie anfangen. Da gibt es ja so wenige, dass durch Mundpropaganda schon eigentlich die gesamte Kundschaft dahin geführt werden könnte, wenn sich einer dazu bereit erklären würde, eben ist vielleicht auch bestimmt ein gewisses Risiko. Aber da könnte man bestimmt noch ein Geschäft mitmachen, wenn man das in einigermaßen Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten würde. Denke ich mir auch. Das wäre auf jeden Fall der einzige Weg, denke ich mir, wie man das Ganze managen kann und da was verändern kann. Leute zu finden, die da mitmachen. Mitziehen mit den Geschäften. Ich habe mir bei. Oh Gott, 9,75 oder 14,75. Aber im Grunde genommen leben die Großen und T-Shirts wie in der DDR. Ne? So, T-Shirts gekauft ohne Ärmel. Hier so drei Fältchen drin. Die habe ich schon gewaschen. Astrein verzieht sich nicht und nicht. Das habe ich bei teuren, also ekelhaft gemacht. Ja. Dann habe ich mir bei Kerstin so kleine goldene Knöpfchen geholt. In der Mitte wie so ein kleiner Brillant drin. Ne? Kosten 6 Stück 4,75 oder so. Und 5 Stück waren da dran. Habe ich abgeändert. So, wenn ich jetzt mal ins Casino gehe, habe ich einen schwarzen Blazer, eine schwarze Hose und ein aprikofarbenes T-Shirt da und mit diesen kleinen Glitzerknöpfen. Sieht top aus. Habe ich in schwarz und weiß, verändere ich immer, sieht absolut spitze aus. Sieht keiner, dass das so billig war und dass das von der Wohnwolle ist. Ich habe vorhin gerade die Behinderten diskriminiert, glaube ich. Als ich gesagt habe, dass das ja schon fast ist wie bei Behinderten. Ja, die haben meistens Schwierigkeiten. Ja, aber es ist irgendwie ja. Das haben die aber letztens war eine Sendung im NDR 1, da haben die dasselbe gesagt. Ja. Also das ist keine. So kann ich auch nicht. Das ist ja auch eine Diskriminierung, wie man ausgebeutet genau, wird. Das ist genau dasselbe. Svenja, willst du eine Kopfschmerztablette haben? Ein Aspirin? Nee. Weil du Kopfschmerzen hast? Ja, aber das steht dir ganz prima hier. Ja, ich sag langsam ab hier so, ne? Bist du richtig fest wegen mit Ausgangsverfügung? Die kann ich heiraten jetzt. Ne? Ja, jetzt bezahlt, oder?